Hey Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Und zwar geht es hier mal um eine Epoxidgeschichte. Ich habe das schon vor längerem begonnen. Ich will das jetzt auch zu Ende bringen. Aber die Umsetzung hat mich einige Zeit und Gedanken und Überlegungen gebraucht, bis ich jetzt so weit war, wie ich bin. Seht ihr natürlich alles von Anfang an. Dennoch möchte ich heute mit euch die erste Schicht gießen. Da seid ihr natürlich mit dabei. Ich zeige euch auch gerade mal kurz, was ich hier alles dafür benötige. Zum einen arbeite ich hier mit dem Epoxidharz der Firma Dipon. Das ist ein 2:1 Resin. Ich habe ja keinen bestimmten Grund, warum ich das benutze. Ich benutze es einfach, weil es von der Menge her das günstigste, was ich finde, aber es funktioniert einwandfrei. Dann haben wir einmal die Holzplättchen, die ich ausgesägt habe. Zeige ich euch aber auch noch, wie ich das gemacht habe. Die habe ich mir ausgesägt in der Form, wie ich es gern habe. Es soll in einem, ich weiß nicht, wie gut ihr das seht, in einem grün, altgrünen Ton aufgefüllt werden. Passt nämlich ganz gut zu den ausgesägten Stämmchen. Dann haben wir hier einmal unseren Brenner, den wir brauchen. Ein bisschen Werkzeug, falls wir was rumpopeln müssen. Genauso wie hier die Storchen. Dann haben wir hier ein UV-Resin mit unserer UV-Lampe, Becherchen zum Anrühren und dann ein Gießbecher. Dann hier einmal Glaskugeln, die kommen hier nämlich zwischen die Holzstämmchen zwischen rein nochmal, macht einen guten Effekt, besonders wenn es dann von unten her beleuchtet wird. Und meine Heizplatte, um das Resin aufzuwärmen in einer gewissen Temperatur, damit es einfach blasenfreier wird. Jetzt zeige ich euch mal kurz die Grundplatte. So, kurz zum Verständnis der Grundplatte. Das ist ein fertiges Silikon. Das ist eine fertige Silikonform, die liegt nur auf verkehrt herum, da ich die ein bisschen ausgewaschen habe, um den Staub und den ganzen Dreck rauszuspülen. So sieht die aus. Hier habe ich natürlich keine so dolle Höhe und ich möchte mit meinen Holzplättchen da reingehen. Das heißt, hier habe ich vielleicht noch 3-4 mm Luft. Dann sollen ja noch die LEDs versteckt zum Vordergrund hier drauf kommen. Das heißt, da habe ich auch nicht mehr viel, also ich muss hier schon gucken, dass ich hier meine erste Schicht, und das ist eben der Grund der Überlegung, die erste Schicht, ich mache das Ganze reverse, das heißt oben ist bei mir unten, die erste Schicht sehr dünn hier reinfülle, damit ich dann aufbauen kann und oben eben Grundfläche habe, zum noch ein bisschen Abschleifen des Ganzen. Da die Silikonformen, warum auch immer die so sind, ich habe die auch schon mit heißem Wasser und allen möglichen bearbeitet, dass sie gerade wird, aber sie hat trotz allem hier ziemliche Löcher, ein Knick, weil die kamen natürlich so verpackt an. Hier ist ein Knick drin. Ich weiß nicht, wie gut ihr das seht in dem Licht. Hier ist ein Knick drin, da sind Wellen drin, hier sind Wellen drin. Und da im Prinzip das hier, also wenn mein Tisch nachher so rum hinkommt, das hier meine Oberfläche sein wird, möchte ich hier einfach eine 1 mm oder vielleicht 0,5 mm dicke Schicht eingießen, klar. Um zu gewährleisten, dass wenn ich das hier abschleife, dass ich danach eine schöne gerade Oberfläche hinkriege, ohne diesen ganzen Falten. Warum mache ich es verkehrt herum? Sage ich auch. Da ich sonst nämlich mit meinem Kabel von meinen LEDs irgendwo raus müsste, um den Kasten unterm Tisch zu befestigen. Was ich ja nicht kann, weil sonst zerstöre ich die Silikonform und das Epoxid läuft hier ungehindert einfach raus. Und ich kann es dann nur noch einmal verwenden. Vielleicht möchte ich ja nochmal einen zweiten machen. Drum nehme ich die Form so rum, gieße mir jetzt auf und da seid ihr gerne mit dabei. So, hier nochmal eine Nahaufnahme. Das sind die Blättchen, die ich ausgesägt habe. Hier seht ihr nochmal die ganzen Rundungen. Also es war ein bisschen Arbeit, alles per Hand ausgesägt. Und da soll eben in dieser Farbe, da habe ich sie mal reingelegt, das Epoxid nachher drüber, beziehungsweise wir werden hier diese grünen Glasperlen mit einarbeiten. Das sieht dann doch vom Kontrast her doch ziemlich cool aus, wie ich finde. Und da eben dann als Deckschicht einfach das grüne Epoxid drüber. Da sonst unsere Lampen, unsere Lichtchen, die wir hier haben, zu sehr
durchscheinen und das eben möchte ich nicht. Daher werde ich die auch ziemlich an den Rand machen, dass sie wirklich nur so ein bisschen den Rand beleuchten. Ihr seht, das gibt uns so einen coolen Effekt und das will ich erzielen. Mal gucken, wie es nachher rauskommt, wir werden sehen. Würde ich sagen, los geht's. Was müssen wir aber als allererstes tun? Ganz klar, wir müssen unser Epoxidharzgemisch mischen, was wir hier auch direkt gleich machen. Dazu nehme ich ein bisschen von meinem Tuch, weil das gerne sappert, zur Hilfe. Schalte mal hier meine Waage ein, stelle mir da so ein Becherchen drauf und schalte hier auch gleich meine Heizplatte schon mal ein und kippe mir 125 Gramm von dem Zeug rein. Immer darauf achten, das Mischungsverhältnis so gut wie möglich einzuhalten. Sonst kann es passieren, dass er das umsonst macht. So, 125 Gramm haben wir. Nullen wir das Ganze wieder und geben 54 Gramm B dazu. So. Stellen wir das gerade wieder beiseite. Wir sehen jetzt hier unser Gemisch. Das wird jetzt angerührt. Das machen wir jetzt auch gleich. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass das Epoxidharz nicht unbedingt hautfreundlich ist. Selbstverständlich arbeiten wir hier mit Handschuhen. Bitte niemals ohne Handschuhe arbeiten. Das könnte Aua geben. Ziehen wir unsere Handschuhe an, dann sind unsere Finger schon mal safe. So. Dann auch die Rührzeiten bzw. die Zeiten, die auf der Verpackung stehen, bitte berücksichtigen. Sieht sehr gut aus, ist klar. Was allerdings jetzt natürlich ein Problem ist, ich habe sehr viele Luftblasen drin. Daher habe ich hier auch schon auf meiner Heizplatte mein Silikon ein bisschen vorgewärmt. Das fülle ich jetzt hier einmal um. Ich mache es gerade voll, also halb voll. So. Und stelle das hier nochmal auf die Heizplatte, damit die Luftblasen rausgehen. Hier lasse ich es jetzt auf meiner Heizplatte mal 5 Minuten stehen. Ihr seht schon, wie die Luftblasen nach oben kommen. Und genau das ist das Ziel hierbei, dass die Luft von unten praktisch, die Luftbläschen, die wir durchs Rühren bekommen haben, jetzt nach oben steigen. Daher auf eine Heizplatte stellen, das hilft sehr viel. Es hat eine Unterdruckkammer, welche ich allerdings hier nicht habe. So, ich hoffe, ihr konntet gut sehen, wie die Luftbläschen aufgestiegen sind. Jetzt ist es 5 Minuten drauf. Und ich würde sagen, weil es ja auch eine recht dünne Schicht ist, die wir eingießen, können wir die Luftbläschen von oben noch schön entfernen. Gießen wir es doch gerade mal ein. Wichtig hierbei ist natürlich, dass eure Arbeitsplatte ziemlich gerade läuft. Zur Unterstützung, zumindest zum Teil, nehme ich mir hier so kleine Holzplättchen. Schnapp mir ein und fang an, das überall zu verteilen. Erst ganz grob, damit es überall einfach ist. Schön in die Ecken rein. Und dann auch in die Mitte mit reinziehen. Sieht eigentlich ganz gut aus soweit. Dann können wir jetzt hingehen und die Blasen rausholen. Die Überlegung war natürlich jetzt auch, gehen wir direkt hin und nehmen unsere Hölzchen und legen sie rein. Aber eben, das mache ich nicht. Darum habe ich ja eben jetzt hier das auch so gemacht. Ich hoffe, ich habe hier, ja, das dürfte reichen. So, dann holen wir unsere oberflächlichen Blasen gerade mal raus. Das machen wir mit dem Brenner. Was wir hier dann ganz gut sehen können, sind da, wo jetzt durch dieses Brennen hier das Ganze noch mal ein bisschen flüssig, da ist die Silikonform einfach uneben. Und dann kommt auch direkt ein Zahnstöckerchen zum Einsatz. Hier haben wir irgendeinen fremden Körper drin. Den wollen wir dann natürlich nicht haben, den nehmen wir raus. So, da wo jetzt die Löcher entstanden sind, machen wir einfach noch mal ein bisschen Epoxid rein. Anmischen werde ich hier jetzt nicht nochmal neu.
Weil die Höhe eigentlich so ganz gut ist. Ich versuche jetzt das noch ein bisschen mit dem Stäbchen nochmal zu kaschieren. Und so ein Rot gießen wir dann, sobald die erste Schicht angetrocknet ist, nochmal ein bisschen drüber. Das schaut super aus. Ein paar kleine Luftbläschen habe ich noch, aber ich habe gemerkt, wenn ich es zu arg erhitze, läuft es wieder runter von der Kante. Daher lasse ich die einfach. So, wir sehen hier, wie es schön spiegelt. Und daher werden wir jetzt das erstmal hier genauso trocknen lassen, in der Hoffnung, es verzieht sich nichts mehr groß. Und in unserem nächsten Schritt, sobald es getrocknet ist, legen wir diese Baumstämmchen, die ich ja schon vorgesägt habe und vorbereitet habe, hier rein und hoffen, dass wir da ein gutes Bild kriegen. So Leute, und das, genau das war's für Tag 1. Jetzt warten wir auf Tag 2 und dann geht's weiter mit unserem Tischchen. Wir müssen uns auch noch überlegen, wie wir uns hier einen Fuß bauen, aber das eins nach dem anderen. Wir machen es so, wie es uns gefällt. Also sehen wir uns gleich wieder in Tag 2. Hallo Freunde, es sind mittlerweile 4 Tage vergangen. Ich habe es zeitlich leider nicht mehr früher geschafft, ranzugehen. Und jetzt schauen wir uns noch mal an, was wir bis jetzt erreicht haben. Und zwar, wie wir sehen, haben wir hier jetzt eine ganz dünne Scheibe, genauso wie ich es auch wollte, glasklar Epoxid gegossen. Ist natürlich jetzt noch leicht formbar, weil sie eben so dünn ist, hat noch keine Stabilität, aber das kommt ja noch jetzt mit dem Rest. Jetzt heute wollen wir ja die einzelnen Stämmchen einlegen, die ich ja schon zuvor zugeschnitten habe. Ich sehe hier, ich habe noch gut Luft, das heißt eigentlich bis jetzt noch perfekt im Maß. Jetzt ist nur die Frage, wie machen wir das? Lege ich jetzt alle Holzstämmchen rein, gieße einfach drüber, hoffe, dass sie liegen bleiben. Wohl eher nicht. Da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass die dann nach oben kommen. Oder was ich jetzt eher denke, ich streiche mir hier, mache mir hier eine gewisse Mischung rein, streiche mir die Hölzchen an, ordentlich, lege sie dann rein in die Position, lasse es nochmal einen Tag trocknen und dann gieße ich die letzten Schichten. Ich denke, das ist die einfachere Variante und dass wir diese auch so machen werden. Wir sehen hier drüben, mache ich gerade mal beiseite, auch schon unsere fertigen geschnittenen Holzstämmchen. Die habe ich hier oben mit Tesafilm ein bisschen festgemacht, damit ich die Form nachher noch weiß, wie sie zusammengehören. Die werde ich mir jetzt hier neben dran legen und dann eins nach dem anderen bestreichen und in die Form anpassen. Jetzt lege ich sie aber erstmal noch mal in die Form rein, um zu gucken, wie rum ich das eigentlich geplant habe. So viele Tage vergangen sind. Ah, genau. So, das kommt hier rein. Und das zweite Konstrukt müsste demnach so rum hier reinkommen. Genau, sieht sehr gut aus. So möchte ich es jetzt reinhaben. Gut, so gehen wir jetzt ran an die Sache. Legen uns hier erstmal Tuch aus, dass wir den ganzen Tisch nicht gleich versauen. So, nehmen uns die Stämmchen wieder raus und legen sie verkehrt rum hier hin. Damit uns natürlich jetzt das Epoxid allerdings hält, weil das ist schon sehr oder ist schon trocken, gehe ich jetzt hin und raue hier die Oberfläche einfach ein bisschen an per Hand, dass sich das auch schön verbindet nachher. So, dann mische ich mir mal hier mein Epoxy an und dann geht es gleich weiter. Und schon wieder habe ich einen sehr wichtigen Aspekt vergessen. Ich vergesse es immer, erst wenn ich es eingefüllt habe, merke ich es. Handschuhe. Handschuhe, 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 Handschuhe. So, ich habe jetzt hier 144 Gramm Epoxy. Der Becher ist etwa bis zur Schrift hier voll. Dürfte aber ausreichen, um das jetzt hier zu bepinseln. Falls nicht, mische ich nochmal was an und gieße schon mal ein bisschen drüber. Ich will auf jeden Fall die Schicht an sich nicht erhöhen, sondern tatsächlich nur die Baumstämmchen jetzt hier fixieren. Zumindest so mal der Plan. Kann natürlich sein, dass ich meinen Plan auch noch revidiere bzw. umschmeiße,
während ich es tue. Da bleibe ich gern immer ein bisschen flexibel. Rühre mir erstmal das schön ein. So, nach einer Rührzeit zwischen 5 bis 10 Minuten schalte ich immer wieder meine Heizplatte ein. Fülle hier auch schon ein bisschen um und stelle es mal auf die Heizplatte noch für 2, 3, 4, 5 Minuten. Beziehungsweise, da ist ja jetzt eh so dünnstreich, kann ich schon mal beginnen mit dem Einstreichen, weil hier hat Zeit einen großen Faktor. Ich habe eine halbe Stunde, um das Ganze zu verarbeiten. Und somit werde ich hier schon mal die Hölzchen einstreichen an der Unterseite. Wie gesagt, das muss jetzt hier oder soll jetzt hier im Prinzip als Kleber fungieren. Wir wollen es ja auf die andere Fläche aufbringen, dass es einfach hält und nachher beim Befüllen auch ohne Luftblasen schön drin liegt. Jetzt gehen wir hin, gieße hier mal ein bisschen rein schon mal. Streiche das hier mit Pinsel auch gerade mal so großflächig hier ungefähr so hin, wie es soll. Dann legen wir das hier mal rein. Hoffentlich bleibt es ganz beim Umdrehen. Nein, natürlich nicht. Aber halb so wild. Das ziehen wir uns jetzt einfach richtig hin. Auch hier hoffen wir, dass es hebt. So, ihr erkennt das Problem, und zwar saugt das Holz das Epoxy extrem schnell und stark weg. Von daher schiebe ich es jetzt gerade so ein bisschen zurecht und versuche mit dem Rest Epoxy, was noch da ist, ein bisschen in die Lücken zu gehen. Das löst ihr dann hier ab und klebt dann praktisch miteinander zusammen. Ich denke, so kann man es lassen. Lassen wir das mal antrocknen. Zumindest kommen sie nicht nach oben, weil sie das ganze Epoxid aufsaugen. Immerhin, das funktioniert. Aber wir kriegen nachher, denke ich, trotz allem ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Da mache ich mir auf jeden Fall keinen Kopf. Wahnsinnig, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Holz des Epoxys so auffrisst. Ich glaube, die Stämmchen haben schon lange keine Feuchtigkeit mehr gesehen. Das ist halt meine größte Sorge, dass es irgendwie unten drunter nachher Luftbläschen gibt. Steckt man halt leider beim ersten Mal nicht drin, und es ist halt natürlich auch ein Lernprozess, den ich hier mit euch erlebe und daraus natürlich auch lerne. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich euch immer auch so langwierigere bzw. längerwierige Parts zeige im Video, auch wenn das nicht ganz so interessant ist, aus dem Grund, dass ihr seht, dass das hier mit einer Haufen Arbeit verbunden ist und ich möchte, dass Fehler, die ich mache, beziehungsweise Fehler, die euch vielleicht auffallen oder Dinge, die ihr dann sagt, oh, das würde ich jetzt anders machen, mir vielleicht gerade und in die Kommentare mit reinschreibt. Das wäre super, weil so kann ich lernen, so können wir zusammen lernen und wir werden immer bessere Projekte dadurch gestalten können. Zum anderen, wenn ihr sagt, aber hey, das brauche ich nicht, zeige uns die wesentlichen Schritte. Macht halt das Video kurz.
Mich interessiert eigentlich nur, was du machst, wie du es machst, im Groben und das Ergebnis. Na, können wir natürlich in Zukunft auch so gestalten. Dann schreibt das auch ebenfalls in die Kommentare. Das überlasse ich ganz euch. Es ist nur jetzt hier mein erstes Projekt. Daher mache ich es jetzt ziemlich ausführlich. Und jeden einzelnen Schritt, den ich durchgehe, seid ihr definitiv dabei. Aber wie gesagt, sollte euch das nicht interessieren, einfach kurz in die Kommentare. Dann machen wir es beim nächsten Mal nur wesentlich und kurz. So, ich habe das jetzt soweit fertig. Ihr seht es jetzt hier liegen. Und ich lasse es jetzt erstmal so, ja, 3, 4, 5, 8 Stunden trocknen, wie es zeitlich hinhaut. Vielleicht mache ich dann heute noch den Guss oben drauf, aber vermutlich eher dann morgen. Der Nachteil wird sein, wenn ich es morgen mache, muss ich es wieder anrauen, anschleifen. Aber vermutlich werde ich nicht anders dazu kommen. Ich muss leider ja auch noch ein bisschen arbeiten. Auf jeden Fall, das war für euch Tag 2, insgesamt aber schon 4 Tage, die ich gebraucht habe bis hierhin. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem nächsten Schritt nach, wie gesagt, der besagten Trocknungszeit. Bis gleich. Ja, hi Leute und herzlich willkommen hier bei mir bei Tag 3 meines Projektes. Heute stellt sich eine ganz knifflige Frage und zwar nehme ich gerade mal mit hier runter. Wie wir hier sehen, ist alles bombenfest. Hier rutscht und wackelt nichts mehr. Ich denke, die noch weißen Stellen werden noch dunkel, wenn das Epoxid drin ist. Hier ja, unsere Perlen, die wir hier reintun wollen. Und einmal unsere LED-Nichtchen, die wir hier aufsetzen wollen. Heute werde ich definitiv die LED-Lichtchen schon mal hier aufsetzen, die Perlen reingießen, mit nochmal klarem Epoxid hier hochgießen bis Oberkante der Stämmchen, dann nochmal einen Tag antrocknen lassen. Und im letzten Schritt wahrscheinlich dann nochmal mit Grün komplett auffüllen. Irgendwie müssen wir rangehen, daher machen wir es jetzt einfach genau so. Als allererstes, wie gesagt, geben wir unsere LED-Lichtchen hier ein. Dazu schalten wir sie ein. Und wir sehen jetzt hier schön, ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt, die LEDs gehen so immer auf eine Seite, sind so leicht gewölbt. Und da gucke ich jetzt immer, dass die Wölbung nach außen, also sprich in die Mitte zeigt. Ich fange allerdings mit der letzten an, werde jetzt hier ankleben. Und dann arbeite ich mich praktisch hier hoch, rüber und zurück. Dazu verwende ich jetzt hier einmal ein UV-Resin und eine UV-Schwarzlicht oder ja, UV-Lampe. Jetzt muss man mal überlegen, wie wir das mit den Kabeln am besten machen. Hier hätte ich gerne das erste Licht. Und jetzt schauen wir nachher. Jetzt fangen wir erstmal an. Erst ein Birnchen einkleben. Dazu nehme ich das UV-Resin, mache hier mal einen Tropfen drauf. Habe mit dem jetzt selbst noch nie gearbeitet, also ich weiß jetzt auch gar nicht, ob oder wie gut es funktioniert. Die Dinger sind ja gut verbiegbar. Biege mir das jetzt hier so ein bisschen hin. Halte das hier so drauf, wie ich denke, dass es sein soll. Und UV los sozusagen. Das sollte ziemlich schnell gehen. Und siehe da, hebt schon Bombe. Perfekt. Und dann kommen wir zu Birnchen Nummer 2. Hebt sogar sehr, sehr gut. Bin begeistert. So, nächstes Birnli und so weiter und so fort, bis wir alle haben.
So, was wir jetzt hier schön sehen können, ist, dass ich genau das erreicht habe, was ich nicht erreichen wollte. Und zwar, dass hier die LEDs alle so einen leichten Versatz nach oben haben. Und ich wollte aber eigentlich, dass die LEDs einen leichten Versatz nach unten haben. Aber ich denke, so an sich sieht es mal nicht schlecht aus. So, die LEDs sind nun drin. Jetzt mischen wir uns, mal kurz das UV-Resin natürlich wieder zumachen, weil das heißt UV-Resin, weil es mit UV agiert. So, jetzt rühre ich mir meine Epoxy an. Diesmal vergesse ich auch meine Handschuhe nicht. Und dann gehe ich mal hier das Epoxid rein. Hier habe ich extra eine kleine Brücke gelassen, da muss ich nachher mal gucken, wie ich das verlege. Beziehungsweise auch hier die ganzen Kabel oder ob ich sie einfach so lasse, aber ich glaube, ich werde die so gut es geht hier irgendwie in die Schlitze mit rein basteln. Da ist ja die Rückseite, die wir jetzt hier sehen, lasse ich sie hier relativ gerade liegen. Es kommt ja nochmal die Schicht grün oben drüber. Dann sind die vielleicht nicht mehr ganz so sichtbar. Aber die nachher natürlich jetzt noch durchsieht oder nicht, es ist ja unten. Also spielt von daher erstmal nicht so eine große Rolle. Jetzt gießen wir unsere Epoxy ein, legen hier unsere Glasperlen rein und gießen drüber. Die Glasperlen kommen jetzt hier rein. Ich muss nur aufpassen, ich muss sie leider einzeln rein tun, weil mir irgendwo hier ein kleines rotes Steinchen reingeflogen ist und ich das natürlich nicht im Tisch haben möchte. Ja, da kommt es, ich sehe es. Mal gucken, ob ich es so rausgefischt bekomme. So, wunderbar. Das kommt weg. Dann kann man hier mal fleißig die Glasperlen eingießen. So, verteilen wir die hier mal bündig. So langsam zeigt sich jetzt hier mal das Bild schon mal, wie das nachher aussehen soll. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier die Perlen so verteilt kriegen. Erstmal, dass sie überall gut sind. Und zum Zweiten, dass sie nicht über unser Holzbäckchen heraus, rüber hinausragen. Hier in der Kante passe ich jetzt ein bisschen auf, dass es hier nicht klemmt und Silikon ein bisschen biegt, weil ich in einem Kantenfräser hier vielleicht nochmal drüber gehe, um eine schöne Kante herzubringen, will ich nicht unbedingt in die Glasperlen reinfräsen. Dann mischen wir uns mal unseren Epoxid an. Diesmal nehmen wir Handschuh. Und zwar würde ich jetzt mal schätzen, dass wir, ich mache mal 143. Das heißt, wir nehmen 100A mit 43 Gramm B. So, 100 Gramm A und 43 B. So, und dann geht's ans Rühren. Bis auf 1 Million Bläschen, die wir jetzt da drin haben, sieht es recht gut aus. Aber das ist in dem Fall jetzt nicht wild, wie Bläschen drin sind, weil das ist mehr oder weniger keine sichtbare Fläche. So, nun sind 5 Minuten vergangen. Bläschen sind so gut wie raus. Und dann würde ich sagen, gießen wir das jetzt hier einfach mal ein. Ja, ich würde sagen, sieht schon mal sehr gut aus.
Ich verwundere das nur ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das seht, dass die Perlen so ein bisschen durchsichtiger werden. Was natürlich, ich hole euch mal ein bisschen näher ran, dass die Perlen da so ein bisschen durchsichtiger werden, aber ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber gut, gucken wir mal. Ein paar Bläschen rauskriegen noch. Nicht legier noch. Dann würde ich sagen, lassen wir es mal noch einen Tag jetzt komplett trocknen. Und dann sehen wir uns zum letzten Tag, zum vierten Tag, gießen das Ganze auf mit dem Grün und hoffen dann, dass es dann so aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe. So, das war's mit Tag Nummer 3. Mehr ist heute nicht mehr zu tun. Das bedeutet, wir sehen uns in Tag Nummer 4 wieder. Das heißt gleich. Dann gießen wir die letzte Schicht. Lassen wir uns nochmal einen Tag trocknen. Und in Tag 5 schauen wir uns das Ergebnis an. Schleifen, machen und tun, was wir tun müssen. Bauen uns noch einen schönen Fuß drunter. Da habe ich auch schon eine super Idee. Das heißt, seid gespannt. Es geht gleich weiter mit Tag Nummer 4. Bis gleich. So, hein zurück auf Bearbeitungstag Nummer 4. Heute machen wir es ganz schnell. Es ist die letzte Schicht, die zu gießen ist. Das heißt, wir rühren jetzt unser Epoxy an, mischen die Farben dazu. Hierfür habe ich einmal ein Grün und ein Schwarz auf Alkoholbasis. Das heißt, es ist so durchsichtig nachher. Und das heißt, wir nehmen hier jetzt erstmal ein bisschen Grün mit rein und ein Tropfen Schwarz. Dann sollten wir so in etwa diese Farbe hinkriegen. Das Ganze machen wir jetzt und los geht's. So, ziehen wir unsere Handschuhe an. Um den Rest aufzufüllen, den wir brauchen, brauchen wir schon eine gewisse Menge. Hier überall sind im Prinzip noch große Löcher. Die werden das Epoxid verschlingen. Und ja, hier sehen wir es, soweit sind wir gekommen. Es wird so langsam auch ein ziemlich fester Tisch. Hier will ich im Kabel raus, weil ich will einen zentralen Standfuß. Und dann würde ich sagen, wir mischen jetzt mal 179 Gramm Epoxy an, gucken, wie weit wir kommen. Und dann schauen wir mal. Ich habe es jetzt gerade auch schon auf die Wärmeplatte gestellt, damit schon mal die Wärme von unten nach oben steigen kann und die Bläschen rausholt. Ihr seht, es ist noch klar. Jetzt kippen wir hier unser Grün mit rein. Mal gucken. Fangen wir mal mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19 Tropfen an. Einen Tropfen Schwarz dazu. Dann füllen wir das jetzt hier rein. Erstmal in die ganzen Ecken. So, so sieht das Ganze doch mal super aus. Dann lassen wir das Ganze jetzt mal genau so 3-4 Stunden lang trocknen. Und dann gießen wir die letzte endgültige Schicht heute noch drauf. Und dann können wir uns den Tag 5 das Ergebnis anschauen. Das heißt, wir warten jetzt 4 Stunden und dann geht's weiter. Bis gleich. So Leute, nun ist es soweit. Es sind 4 Stunden vergangen. Jetzt kommt die letzte Schicht drauf. Die rühren wir jetzt an, gießen sie drauf. Das ist jetzt ziemlich schnell passiert und dann können wir morgen, also am nächsten Schritt, das Ergebnis anschauen.
So, das war die letzte Schicht. Jetzt geht es nochmal 24 Stunden Minimum, aber in 24 Stunden können wir ausschalen. Das heißt, wir schalen morgen für euch jetzt gleich wieder in einer Sekunde das Ganze aus, schauen uns an, was wir erreicht haben. Aber ich werde wahrscheinlich, also ich denke schon mal, durch die ganzen Knicke, die wir am Anfang ja hatten, haben wir hier eine schöne Schleifarbeit noch vor uns. Aber wir schauen uns das Ergebnis auf jeden Fall gleich an. Also sprich für mich 24 Stunden, für euch jetzt gleich. So Leute, die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Unser Tisch ist ausgehärtet. Wir packen ihn zusammen aus. So, hier sehen wir, der ist hart. Eine sehr, sehr schöne Oberfläche. Hier gab es ein paar Bläschen, aber halb so wild ist unten. Das ist unser Tisch. Wow. Hier sehe ich leider jetzt ein, zwei Luftbläschen. Hier auch. Also hat es leider nicht ganz so gut geklappt, aber das macht nichts. Darum haben wir extra die Schicht gemacht. Ich werde eh noch schleifen müssen, weil wir hier einen Knick drin haben. Aber ich hole euch mal ein bisschen näher. So. Es sieht schon mal richtig, richtig gut aus. Hier haben wir, ich weiß nicht, wie gut ihr das seht, diese Unebenheit drin. Ansonsten sieht es echt klasse aus. Jetzt können wir mal unser Licht einschalten. Der gewünschte Effekt ist da. Mit Lichtchen. Sieht super aus. Ich hätte es mir jetzt ein bisschen stärker hier noch gewünscht, dass es leuchtet, aber alles gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Sieht spitzemäßig aus. Perfekt. Genau so wollte ich das. Was ich jetzt tun werde, ist die Oberseite hier komplett schleifen. Hier habe ich einen riesen Knicken drin. Hier ist ein Knicken nach außen. Hier ist ein Knicken nach innen. Das wird jetzt alles natürlich noch planen. Eigentlich hätte ich ihn so gelassen, muss ich ehrlich gestehen. Wenn ich hier die Bläschen wäre, die will ich natürlich nicht. Das heißt, aber deshalb habe ich ja extra hier wirklich nur eine ganz dünne Schicht oben drauf, die ich jetzt runterschleifen kann bis aufs Holz. Aus dem Grund habe ich genau das so gemacht und das werde ich jetzt auch tun. Und dann ist das Teil fertig und ihr seht es gleich, wenn es fertig ist. So Leute, hiermit beende ich jetzt das Projekt Epoxy-Tisch. Vorerst. Und zwar nicht, weil er nichts geworden ist, sondern er ist super schön geworden. Jetzt habe ich nur das eine, dass ich es hier planfräsen muss, da ich doch den einen oder anderen, was ich auch schon gerechnet habe, Lufteinschluss habe. Von der Unterseite, weil wir ihn ja verkehrt rum gemacht haben. Diese Seite hier, gerade mal den Staub wegwischen vom Schleifen, ist sehr schön plan und auch glänzend geworden, was ja eigentlich die Oberseite wäre. Aber durch unsere Lichtchen, wir hier eben das unsere Unterseite werden musste. Nun ist die Unterseite unsere Oberseite. Sieht natürlich nicht ganz so schick aus, um die aber schick zu machen. Und das abzuschleifen mit Exzenterschleifer brauche ich Stunden. Darauf habe ich keine Lust. Daher neues Projekt. Ich baue mir eine Planvorrichtung, eine Planfräsvorrichtung für meine Oberfräse. Da seid ihr auf jeden Fall dann mit dabei. Und in dieser werden wir dann auch diesen Tisch hier bearbeiten. Das heißt, wir haben jetzt zwei Projekte am Laufen. Einmal Plan-Oberfrästisch oder Planfräsevorrichtung und dann diesen Tisch noch fertig machen. Aber ihr seht schon mal, es sieht sehr gut aus. Der Tisch an sich ist sehr gelungen, gefällt mir sehr gut, hat auch ein ordentliches Gewicht bekommen. Und von daher würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video bei der Planfräsevorrichtung. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, vergesst nicht zu abonnieren, wenn euch das gefallen hat. Lasst mir ein Like da und wir sehen uns. Bis dahin, bye.